Das ist Cora und Cora lässt es sich gerade so richtig gut gehen. Sie sitzt auf ihrem Lieblingsplatz, nicht zu sonnig und nicht zu schattig. Im Tierheim fühlt sie sich richtig wohl. Der Katzenpark ist das Paradies für Katzen und Kater. Den schnurrenden Vierbeinern fehlt es hier an nichts. Das Besondere hier ist, dass wir also Möglichkeiten haben für Besucher, die sich hierher setzen auf die Bank und dann kommen die Kätzchen ein und lassen sich streicheln. Also wie gesagt, es ist ein natürliches Umfeld, was hier geboten wird. Sehr groß, sehr vielgestaltig, wird auch ständig immer wieder mal nach was Neuem gesucht. Wie gesagt, eine Wohlfühloase für Katzen. Hier gibt es alles. Kratzbäume, Pflanzenbüsche und, ganz wichtig, genügend Plätze zum Faulenzen. Fast idyllische Zustände. Störungen sind nur von Besuchern erwünscht. Das könnten ja potenzielle neue Katzenbesitzer sein. Die können zu den Besucherzeiten einfach im Tierheim vorbeikommen. Der Katzenpark ist frei begehbar. Die Katzen, die sich hier befinden, lieben frische Luft. Sie brauchen also Platz zum Auslaufen, zum Spielen und zum Toben, sich zu verstecken. Aber man kann sie natürlich auch, es ist nicht gesagt, dass sie nicht in der Wohnung sind, aber sie müssen genügend Platz zum Auslaufen haben. Deshalb bezeichnet man sie auch als Freigänger. Sie würden sehr, sehr traurig sein und sich nicht wohlfühlen, wenn sie nur eingesperrt wären. Wer auch noch Futter dabei hat, ist sowieso beliebt. Da kommt selbst Cora von ihrem Lieblingsplatz runter. Katzenfreunde sind im Tierheim also gerne gesehen. Wer ein Stündchen im Katzenpark verbringt, kann vielleicht sogar neue Tierfreundschaften schließen.